Viele öffentliche Schulen werden geschlossen. In dieser ehemaligen Dorfschule aber eröffnen Eltern eine Privatschule mit reformpädagogischem Ansatz. Also ich würde mich da niemals so reinhängen, wenn ich jetzt nicht einen Finn hätte, der jetzt demnächst 4 wird. Also einen kleinen Sohn. Es ist auch so ein bisschen der Akt der Verzweiflung, weil wir eben das so, wie es jetzt ist, für unsere Kinder nicht als gut empfinden. Und deswegen müssen wir was ändern. Mhm. Also es ist schon auch ein bisschen im Hintergrund, wenn nicht sich Dinge ändern, dann ist die Insel auch nicht gut für unsere Kinder. Also für mich stand es ganz konkret im Raum. Ne? Also ich würde Finn nicht in diese Schulen geben. So, das heißt, entweder ich finde eine Schule, muss vielleicht nach Stralsund fahren, ich mache eine selber oder ich fahre. Ich verlasse diese Insel. Ja, und dann haben wir uns dafür entschieden, lieber hier zu bleiben und dafür dann aktiv zu werden. Ein echter Bedarf auf Rügen. Das ist auch immer wieder Gesprächsstoff bei den vielfältigen Anlässen, wo vor allem die Mütter von Kleinkindern sich treffen und austauschen. So stoßen Heike Balzer und Anja Heidmüller vor allem bei den Frauen auf offene Ohren, als sie für ihre Idee einer Schulgründung werben. In kurzer Zeit entsteht eine Arbeitsgruppe, die sich mit großer Hingabe dieser Aufgabe verschreibt. Im weiteren Umfeld verbinden sich unterschiedliche Interessen mit so einem Schulprojekt, die Basis für eine breite Akzeptanz und Unterstützung. Wir wollen nicht nur eine Schule wieder im Dorf haben, sondern also wir haben ja auch noch andere, wie ich mal sage, Ideen. Und da ist die Schule vielleicht so ein Initialpunkt, wo dann auch wieder Ideen ins Dorf reinkommen. Und die Umgestaltung des Dorfes, so sage ich mal, wie wir das immer gesagt haben, der Nachhaltigkeitsfaktor, dass also das angeschoben wird und dann die Umgestaltung auch im ökologischen Bereich und in diesem ganzen Bereich dort hinten, dass man das auch so mit als einen Punkt nimmt, wo das losgehen kann. Ich bin selber auch Erziehungswissenschaftlerin. Insofern interessiert mich das rein pädagogisch, weil wie kann man das machen, wie kann man das überhaupt hinkriegen, eine neue Schule, eine andere Schule, gute Schule, das hat mich auch während des Studiums immer interessiert. Und also das ist so meine Motivation, dabei mitzumachen. Ich bin hier Nachbar der Schule. Ich habe zwar kein Kind mehr in dieser Schule hier, aber ich hatte mal einen Jungen. Der jüngste von mir ging hier auch noch zur Schule. Und dann in der Folge ist diese Schule ja geschlossen worden. So, und dann ging es ja los. Ein Rätselraten unter den Nachbarn, was passiert mit der Schule. Mhm. Ja, da sprach man von Ausländerheim und sonstigen Vorstellungen, was hier eventuell möglich sein würde. Bis ich dann in der Folge dann mal ausqualifiziert hat, es wird wieder eine Schule. Und ich bin eigentlich den Kindern positiv eingestellt und das fand ich super. Unsicherheiten und Ängste fördern die Akzeptanz für auch ungewohnte Lösungen. Da schauen Sie, ein einziger Segel. Da schauen Sie, über die, da war ich Heu auf der Wiese gestanden. Da schauen Sie, aber das kann nicht sein, dass ich es unterschicke und Heilige St. Florian gehe. So ist es. Ein einziger Sieg. Es ist dort zum Beispiel, sind die Wohnungen schon reingelaufen bei die Stumpf. Mhm. Es sind in die Wohnungen rein. Da ist die Wohnung geschwommen. Also so hoch war es mindestens. Ne? Bei uns auch in der Wohnung schon. Hochwasser. Eine alljährliche Bedrohung. Das Talraumprojekt will hier Abhilfe schaffen. Es trifft darum in der Bevölkerung auf breite Akzeptanz. Obwohl es den Hochwasserschutz verbindet, mit eher ungeliebten Maßnahmen des Naturschutzes und des Tourismus. Akzeptanz ist zentrale Voraussetzung für die Bereitschaft, sich auch aktiv in ein Projekt einzubringen, wie diese Bauern im Talarm-Projekt. Hier fahren sie mit ihren Traktoren den bei der Renaturierung anfallenden Erdaushub auf ihre Äcker. Sich auf diese aktive Weise in ein Projekt eingebunden zu erleben, fördert wiederum die Akzeptanz, zumal der Erdaushub besonders fruchtbar ist. Dieser Effekt ist umso nachhaltiger, je einfühlsamer die anfallenden Aufgaben auf die Interessen und besonderen Fähigkeiten des anvisierten Helfers zugeschnitten sind. Und dann ist gefragt worden, ob ich da zurücktreten würde, in welchem öffentlichen Interesse, welchen Hochwasserschutz. Ja. Und dann habe ich gesagt, mir möchte es kein Problem. Dieses gepachtete Weideland stellt er dem Projekt für ein Wasserrückhaltebecken zur Verfügung. Das ist jetzt praktisch an die Stadt gegangen, die hat jetzt ihre Baumaßnahmen durchgeführt, also das mit dem Rückhaltebecken. Und ist jetzt wiederum als Pacht an mir wieder rübergegangen. Das bedeutet für ihn mehrere Jahre eingeschränkte Nutzung.
erst müssen wir die Flächen wieder regenerieren. Weil da ist ja Bodenaushub gemacht worden und da ist jetzt ein wilder Boden oben drauf und haben es wieder eingesät. Und dann muss ich jetzt erst eine richtige Grasnarben bilden. Weil wenn die Grasnarben nicht gebildet ist, dann reißt einmal das Hochwasser die Erden weg und drecht es wieder ab. Wenn das aufflutet wird und geht wieder ab, nimmt es die ganze klare, feine Erden oben drauf mit weg. Und wenn wir mal so eine richtige Grasnarben haben, wie auf einer Wiese ist, und das dauert 3-4 Jahre lang, bis die mal richtig satt ist, und dann können wir es nutzen, dass wir es auch für die Weide nutzen. Und dann können wir erst wieder mit der Mutterkühe her. Eine solche Offenheit unter den Bauern mit zu begründen, dafür eignen sich Menschen wie Bauer Singer. Ich im Dorf bin so verfahren, dass man miteinander Bilder angeschaut hat. Ich bin alle ein paar Wochen, haben wir sich zusammengesetzt. Bei mir kam natürlich vielleicht positiv dazu, dass ich sowohl Ortsobmann war wie Gemeinderat vom Bauernverband her. Da sind aber auch welche hin, die mit der Landwirtschaft, die auch einen anderen Beruf hatten, aber wir haben miteinander sich unterhalten können. Und das finde ich einfach wichtig. Seine über Jahrzehnte angestaute Betroffenheit umzusetzen in aktiven Hochwasserschutz, dazu brauchte Bauer Singer den Anstoß durch das Talauen-Projekt. Erreicht wurde er über die direkte Ansprache des Projektleiters Rudolf Kolerus. Ich war ständig mitten in der Bevölkerung und habe immer mit ihnen gesprochen, habe jede Situation ausgenutzt, jede Veranstaltung, die stattgefunden hat, ob das jetzt, wie gesagt, beim Weinbauverein war, beim Gartenbauverein oder an der Bürgerversammlung, habe ich immer wieder meine Visionen vorgestellt oder meine Modelle oder meinen späteren Dia-Vortrag. Und das hat die Leute schon bewegt zu überlegen, Mensch, kann ich nicht hier noch was machen und hier noch was machen? Ich denke jetzt bloß einmal an die Bremsertour, wie plötzlich Bauern wieder mal ihre Kürbische ausgestellt haben oder irgendwelche andere Produkte, die sie im Erdbeerpflanzen zum Beispiel. Auch für die Schulgründerinnen auf Rügen steht die persönliche Vermittlung ganz oben an. Ich glaube, ja, das ist wirklich der Bereich, der am ausgeprägtesten ist, dass wir ständig kommunizieren. Ich rede den ganzen Tag, ja, also ich telefoniere und ich schreibe und also das ist quasi das, was auch dieses, denke ich, dieses Netz von Frauen so zusammenhält, dass wir ständig miteinander kommunizieren, uns reiben. Sie hat den wirklichen Draht zu den Menschen und kann sie am Telefon auch überzeugen oder sie weiß, wie das geschickt möglich ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Heike hat wirklich schon den Draht zu den Menschen und weiß und hat auch die Geduld, mit den Menschen zu reden und hat sich. Trotzdem ist es manchmal taktisch klüger, einen Mittler einzuschalten. Dafür geeignete Personen stammen oft gerade nicht aus dem Projektteam. Bei Problemen der Landabgabe zum Hochwasserschutz etwa ist für den Bauern sein Bürgermeister ein möglicherweise akzeptablerer Verhandlungspartner. Tatsächlich hat dieser auch die variableren Verhandlungsangebote. Und dann haben wir also hier verschiedene Alternativen geprüft. Ich war im Wasserwirtschaftsamt drin. Da wurde mit denen versucht, das Projekt noch aufrechtzuerhalten, weil das war ja eigentlich am Abschluss. Dann ist wieder der Herr Mittenmeier im März angeschrieben worden und dann ist er wieder im Juli angeschrieben worden. Ich habe jedes Mal Angebote gemacht. Ich habe Kaufangebote, Tauschangebote, unterschiedliche Tauschangebote. Ich habe ihn aufgefordert, er soll seine Vorstellungen äußern. Und ich habe aber auch hartnäckiger Widerstand kann oft gebrochen werden, wenn ernsthaft versucht wird, die Interessen aller Beteiligten zu berücksichtigen. Wir sind auf die Fläche angewiesen, auf Wiesen und auf Ecke. Wir haben auch hohe Pachtpreise noch bei den Flächen. Und wir können uns das auf der anderen Seite nicht erlauben, dass wir jetzt einfach das Bachbett zufüllen, das alte, und einfach hier einen 10 oder 20 Meter großen Bogen in die Wiese reinmachen. Ja. Das würde dann auch wieder die ganze Bearbeitung erschweren mit den großen Häckseln und so weiter. Also das wollten wir nicht. Mhm. Und nur mit der Bedingung, dass das alte Bachbett so wie es jetzt ist, dass es so bleibt, haben wir eingewilligt und Bund Naturschutz haben da gesagt, okay, passt, machen wir mit. Und dadurch ist das Projekt auch was geworden. Also wir gehen auf die Wünsche ein und Vorstellungen und müssen auch das hin und wieder und immer bei jedem Projekt mal unsere Vorstellungen korrigieren. Das ist also ein ganz normaler Prozess und das finden die Bürger gut und fühlen sich eingebunden. Und dann, wenn sie in dem Projekt richtig integriert sind, dann machen sie auch mit. Menschen im Umfeld eines Projektes wollen sich selten mit dessen Gesamtkonzeption belasten. Oft jedoch leisten sie gerne einen konkreten Beitrag, wenn sie direkt darauf angesprochen werden. Hier zum Beispiel bringt Bauer Hübner seine Ortskenntnis ins Projekt ein.
Und auch hier von den Weinbergen, das Wasser kommt auch viel hier, geht hier in den Weiher rein. Und wenn der Weiher überläuft, dann geht es in den Graben. Und da wird jetzt, hier kommt ein 80er Rohr rein, dieser Dampfer einen Meter höher gemacht. Und dann haben wir hier hinter wieder Wasserrückhalte. Da hinten ist Gemeindeland, dahinter die Wiesen. Ja. Und da haben wir hier wieder ein riesiges Hochwasserrückhaltebecken. Offenheit gegenüber Vorschlägen von außen ist Grundvoraussetzung für Partizipation. Sie ermutigt Unbeteiligte, sich auch ganz spontan mit Ideen oder kleinen Gesten in Projekte einzubringen. Ausdruck lebendigen Verstehens und gewachsener Nähe. Beispielsweise in solchen Situationen, wenn wir etwas haben oder so Äpfel wie im letzten Jahr, da war der Apfelbaum voll, brechend voll. Man kann ja gar nicht selbst verwerten. Da hat man in die Schule herangeredet, ob die Kinder vielleicht die Äpfel haben möchten oder was. Und dann wurden die gepflückt und hierher gebracht und was zubereitet. Ich finde das okay. Solche Angebote oder auch Projektvorschläge von außen sind beim Projektentwurf nicht einzuplanen. Sie aber füllen ein Projekt erst mit Leben und heben es damit auf ein höheres Niveau. Umso wichtiger ist es, dass die Förderrichtlinien Spielräume schaffen für nachträgliche Änderungen und Ergänzungen. Denn nur so kann sich Partizipation entfalten und nur so ist Bürgernähe und Nachhaltigkeit garantiert.